So, wo sollen wir denn jetzt hin? Anscheinend kennt die gute Dame sich ja ein wenig aus. Lauf mal ihr mal hinterher, mal gucken, was passiert. Mohammedan! Araba! Ah. Ja, dahin. Mabi hier. Wir sollen also anscheinend mit dem Boot jetzt weiterfahren, okay. Ah, und die gute Frau nehmen wir natürlich mit. So, wie funktioniert das? Achso, wir müssen geradeaus, okay. Die Eisscholle bitte drumherum, wenn möglich. Dankeschön. Nicht, dass das Boot noch untergeht. Verbiegung. Haben wir hier ein paar Fische. So, wo sollen wir jetzt lang? Rechts, links? Wahrscheinlich nach rechts. Okay. Nach links. Hm. Das andere rechts meinte ich natürlich. So. Und da paddeln wir jetzt quasi durchs Eismeer durch. Unten ist ein schöner Fisch. Mit einem lustigen Schwanz. Sollen anscheinend Orcas darstellen. Mal, dass hier keiner jetzt so hochkommt. Unten schwimmt er. Okay. Also wir müssen ein bisschen auf die Blubberblasen achten. Gut, der drückt uns dann direkt mal mit seiner Welle an den Berg ran. Wieso auch nicht? Ein bisschen ist, viel Platz zum Schwimmen haben sie ja hier auch nicht. Finde ich. So. Ja, und die Titanic fährt und fährt und fährt durchs Eismeer durch. So. Müssen wir hier immer noch auf diese achten? Bestimmt, dort unten sind doch schon wieder welche. Ich sehe sie doch schon. Ja. Ah, die wollen bestimmt nur spielen. Aber ich möchte nicht unbedingt unten drunter liegen, wenn die hier ihren Sprung machen. Das war knapp. Araba! Aga! Darüber soll man. Da. Gucken wir mal, dass der Fisch sich hier unten drunter noch ein bisschen normal verhält. So. Na komm. Okay. So, und da haben wir das quasi geschafft. Wir sind gestrandet. So, Endstation. Bitte alles aussteigen. Ja, und sie zieht uns ganz alleine an Land. Eine überstarke Frau anscheinend. So, latscht man hier einfach mal blindlings hinterher. Kann ja nie was Schlechtes sein, einer Frau hinterher zu latschen anscheinend. Hui. Okay, wahrscheinlich darüber.
Und von hier aus dann nach da. Steuerung ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil auf Eis lässt sich natürlich bekanntlich schlecht rennen. Aber erstaunlich gut, wie sie sich einfach mal nicht hinlegen, die Leute. Die Jungs, die Brüder. Oh, da liegt eine Schildkröte. Hier liegt eine Schildkröte. Ja. Kommen wir hier irgendwie rum? Wahrscheinlich müssen wir da von der anderen Seite ran. Hm. Ups, ups. Ja. Stimmt die Mama? Von der Schildkröte? Oder von was es auch immer darstellen möchte sein? So. Okay. Ja, du sollst mal dem Tier hier helfen. Schatz, ja, mein Pferd mal mit anpackt hier. Ah, jetzt. Okay. So. Mal hier hochtragen. Bringt das überhaupt was? Ah, hier ist eine Rutsche. So. Dann machen wir das gleiche Spiel mit der auch nochmal. So. Wunderbar. Und können wir auch noch direkt runterrutschen? Nee, ne? Nee. So. Gibt's hier noch mehr? Ach, hier oben hängt noch einer. Okay. Räuberleiter. So. Dann schubst man die hier mal runter. Er hinterher direkt. So. Zwei Mann, vier Ecken. Ja, bist ja gleich bei deiner Mama wieder. Aber warum sind die alle drei umgedreht, frage ich mich gerade. So, bitteschön. Haben wir der Mama auch noch geholfen, ihre Kinder wieder zu bekommen. Jetzt bedankt sie sich sogar. Och, ist das lieb. Untertauchen sind es kühle nass und sind weg. Ach, ist das süß. So. Jetzt bloß nicht wegrutschen. Könnte sonst kalt werden am Po. Wo ist ein Otter? So, jetzt sollen wir hier wieder klettern. Und hopp, und hopp, und hopp. Wunderbar. So. Okay. Was mit ihm denn? Und mit ihm? Buna. Gaia. Wir sind überall so eingefrorene Menschen. Okay. Geht's hier hin? Lassen die Alte jetzt einfach mal dort unten stehen. Eine Bank. Auch schön. Drüben gibt es anscheinend eine Stadt oder irgendwas. Ah, lohnt sich manchmal, sich auf Bänke zu setzen. Da kriegt man nochmal ein paar Zwischensequenzen, die man so sonst nicht mitbekommt. So. Hier gibt es nichts irgendwie. Jetzt frage ich mich, warum wir hier hochgehen durften. Wahrscheinlich nur wegen der Bank. Warte, wo lang? Ja, hier. So. Gibt es eine Säge? Können wir Baum sägen? Anscheinend schon. Jojo, da wird wenigstens warm. Baum fällt. Baum ist weg. Oh, guck mal, wir können sogar die Säge mitnehmen. Nehmen wir mal die Säge mit. Was können wir noch so fällen?
Können wir den hier umsägen? Können wir den hier umsägen? Nee. Da. Was, da? Da lang? Okay. Ich nehme die Säge mit. Sicher ist sicher. Das habe ich jetzt nicht. Das haben die jetzt von alleine dahin sich bewegt. Okay. Gut, dann sägen wir mal den Baum auch um. Wo zeigt sie denn hin? Na komm. Okay, wie kraxelt sie denn über den Baum drüber? Weißt du, unsere zwei Brüder hier total elegant balancieren die das aus und die kraxelt auf allen Vieren rüber. Was stimmt mit der Frau nicht? Ja, wir sind ja schon hinter dir. So, wo kommen wir jetzt hin? Hier sieht es zumindest wieder ein bisschen menschlich aus, obwohl hier irgendwie alle eingefroren sind. Okay. Hier ist ein... Okay, hier sind Katapulten, da sind viele, viele Menschen. Und hier können wir wieder dran interagieren. Warum können wir hier mit interagieren? Entschuldigung. Ups. Okay. Das war jetzt so nicht geplant gewesen. Aha. Wir müssen die Zugbrücke runterlassen. Und da sind zwei Hebel, die müssen wir also drehen. Und hier ist ein großer Hebel, den kann bestimmt der Große wieder nur bedienen. Möchte die, dass wir die jetzt auf die andere Seite schießen? Die ist aber mutig. Na dann, tschüss, mach's gut. Und natürlich perfekt gelandet, die Frau. So. Es muss quasi, weil sie es vorgemacht hat, muss er es gleich auch noch machen. Hat aber Glück gehabt. So. Gut. Somit ist er wenigstens auf der anderen Seite. Okay. Ja, er kann sich ja hier durchzwingen. So, und der Große? Ach, da. Okay. Na toll, ein unsichtbares Monster. Herzlichen Glückwunsch. Uns bleibt ja auch nichts verschont. So, er balanciert darüber. Buna. Gaia. Drüben geht zumindest weiter. Aha. Und hopp. Oh. Dann muss ich vielleicht nochmal festhalten. Und hopp. So, jetzt hier rüber. Und jetzt da lang. Ui. Ja, und sie springt einfach so rüber. Ist klar. So. Okay, wir kriegen die Tür anscheinend so nicht auf. Aber sie. Nochmal meine Frage, was stimmt mit der Frau nicht? Okay, er trampelt an uns vorbei und wir spielen Schneemänner. Was, wir sollen da rüber? Wie sollen wir da runterkommen? Was frage ich eigentlich?
Ich sag ja, die Frau, die will uns bestimmt nichts Gutes, die bringt uns bestimmt im nächsten Augenblick um. Oh, ein Leuchtturm. Das ist anscheinend eine Hafenstadt. Stell dir mal vor, die würde uns hier eiskalt hängen lassen. So, und da sind doch schon wieder drei Figuren. Wetten, wir sollen das gleiche Spiel, wir sollen das schöne Spiel jetzt wieder machen? Also er ist nicht nur unsichtbar, auch anscheinend blind. Wir standen direkt vor seiner Nase. Er hat uns nicht gesehen. Oder er ist nur 1,20 Meter groß und hat riesen Füße. Gaia? So, was? So, jetzt glaube ich, er hat uns gewittert. Tschüss, Häuschen. Da hatten wir aber jetzt Glück gehabt. Der stand direkt hinter uns. Zum Greifen nah. Oh, und sie hat sich direkt verliebt. Okay, hier ist anscheinend noch Erdbeben. Nachbeben. Eieieiei. Ich vertraue dieser Frau irgendwie nicht wirklich. Oh, die Landschaft ist total schön. Mit dem Polarlicht dort im Hintergrund. Was kommt jetzt? Naja! Tia Lila! Ta hon! Ta! Na, Tia Ma! Ila Naja! Ila! Na, Ta Ma! Mabadi! Hier! Also der Große sagt, er läuft ihr einfach hinterher und der Kleine ist überhaupt nicht dafür. Weil Mädchen doof sind. Zumal wie sie läuft, als würde sie den Kleinklei packen und was weiß ich mit dem machen. Was haben wir hier oben? Die sieben Zwerge. Was kommt jetzt? Die Riesenspinne? Was hat sie denn für Leiden? Spielt sie jetzt einen auf Hund? Oder? Okay. Ich sehe nichts mehr. Hilfe? Aha. Eine schwarze Witwe. Oder was das auch immer darstellen will. Ach, wie die sich abmüht. Wie die rumheuchelt. Im Nachgang betrachtet hätten wir sie einfach sterben lassen sollen als Opfergabe. Na toll. So. Fluch der Karibik sei gegrüßt. Was soll ich denn jetzt machen? Ach so.
Okay. Na komm. Sie hat ihn zum Fressen gern. Los, probier noch ein Bein aus. So. Zumal ich teilweise gar nicht weiß, was ich hier machen soll. Kurz mal angerempelt. So. Schön, hat das gleich geklappt, bevor sie sich wieder an die Decke springt hier. So, komm. Da kann sie sich gleich nicht mehr bewegen. Die alte Schrapnelle. So. Na komm. So.